gehört, das Geld in den Mund zu legen. Er wird uns jetzt erzählen, was passiert ist, als er genau das getan hat. Lassen uns willkommen heißen mit einer großen Runde Applaus. Thank you very much for the vielen lieben Dank für die nette Einladung. Heute Abend wollte ich euch ein bisschen von der Geschichte erzählen. Ich war Teil eines Projektes in 2016 und heute möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, wie man Verwundbarkeiten offenlegen kann und wie Sicherheitsforschung in medizinischen Geräten aussehen könnte. Vielleicht haben manche das hier schon gesehen, diese Art von Presse. Artikeln, die kamen zum Beispiel 2017 raus. Das klingt, also warum will dieser Typ jetzt hier reden über Sachen, die 2017 passiert sind? Es gibt solche Sachen wie NDAs und meiner galt für 3 Jahre. Es startete 2016, das sind 3 Jahre später, deswegen rede ich heute über diese Sachen. Okay, Geschichten. Es gab Herzschrittmacher mit vielen, vielen Schwachstellen. Und das hat dazu geführt, dass ungefähr 500.000 Herzschrittmacher zurückgezogen wurden. Und es auch eine neue Möglichkeit gab, solche Schwachstellen offenzulegen. Warum erzähle ich euch davon? Lasst mich euch kurz vorstellen. Ich heiße Tobias. Ich arbeite als Sicherheitsforscher, hauptsächlich Internet der Dinge und eingebettete Systeme. Einer meiner Hauptinteressen ist kabellose Kommunikation. 2015 habe ich auf Black Hat einen Vortrag gehalten auf Zigbee Security und manche Leute aus Firmen haben diesen Vortrag gehört und haben gedacht, wir haben auch ein interessantes Projekt, wo es darum geht, kabellose Kommunikation reverse zu engineeren. Also wollten wir diesen Typen vielleicht anstellen, ja. Und diese Firma heißt MedSec. Die kümmern sich offensichtlich um die Sicherheit von medizinischen Geräten. Und die haben das Ziel, Zero-Day-Schwachstellen in Herzschrittmachern zu finden. Und ich war Teil des Teams, die das versucht haben, reverse zu engineeren. Okay, kurze Einführung, wie sieht so ein Ökosystem moderner Herzschrittmacher aus? Also du hast den Herzschrittmacher, der ist implantiert. Der medizinische Begriff ist implantiertes Kardiogerät. Und das ist irgendwie immer auch in Verbindung mit einem Programmierer beim Krankenhaus oder beim Arzt. Die können dann die Gesundheitsdaten aus dem System lesen und in die Cloud schicken. Merlin in diesem Fall. Es ist übrigens immer eine Cloud dabei, auch bei Medizin dieser Tage heutzutage. Außerdem haben sie so einen Home-Monitor. Das ist für das Wohlbefinden des Kunden. Früher musste man häufig zum Arzt laufen, um einfach mal die Sachen zu überprüfen, um zu gucken, ob es läuft, was für Daten da so anfallen, um einfach den Arzt zu fragen, wie der aktuelle Stand ist. Heutzutage kann man das über WLAN-Kommunikation sammeln. Man hat das zu Hause, zum Beispiel im Schlafzimmer. Und wann immer man in den Empfangbereich geht, dann werden die Daten übermittelt und in die Cloud übertragen. Das ist sozusagen eine vorhersagbare Wartung für den Menschen. Das ist ein großer Schritt für die Patienten. Aber es ist auch ein erster Angriffsvektor. In der Vergangenheit mussten wir dafür Nahfield-Kommunikation benutzen. Also man musste wirklich sehr, sehr dicht dran sein am Herzschrittmacher. Aber jetzt ist es einen Schritt hochgegangen und jetzt gibt es unterschiedliche Frequenzbänder. Zum Beispiel, das gibt es das MIG-Band, 401 bis 406 MHz. Wir haben das als ersten Angriffsvektor angeguckt und haben gesagt, okay, das würde interessant einen Herzschrittmacher über WLAN anzugreifen. Heute können wir Dinge da tun, weil Hardware große Fortschritte gemacht. Gestern war ein interessanter Tag über Software-Defined Radio. Ich kann sehr empfehlen, diesen Talk anzugucken, denn ein Großteil von den Dingen, die ich erlebt habe,
insbesondere die Einschränkungen, die kommen, in dem, werden in dem Talk gut dargestellt. Also wir benutzen ein Software-Defined Radio, um dieses Mixband anzugucken, um einen ersten Angriffsvektor zu finden. So, wie macht man das? Als erstes machen wir Reverse Engineering von den Funkprotokollen. Und ich möchte eine kurze Einführung geben, was meine Best Practices dafür sind. Nicht für die Schrittmacher, aber für andere Geräte empfehle ich erstmal die FCC-ID anzugucken. Da kann man eine Nummer, jedes Gerät, das in Nordamerika verkauft werden muss, hat halt eine FCC-ID. Und es gibt eine Online-Datenbank, wo man alle möglichen Dinge findet von der Testprozedur von diesen Geräten. Und häufig hat man nur ein Gerät und man möchte es nicht kaputt machen und öffnen. Wenn man glücklich ist, dann findet man dieses Gerät, für dieses Gerät auf dieser Webseite auch interne Dinge wie interne Fotos, Blogdiagramm, Handbücher und ähnliches. Also das ist ein sehr großer, guter erster Start, um ein Funkgerät zu untersuchen. Dann empfehle ich auch, Patente zu untersuchen. Man findet nicht die detailliertesten Informationen, aber häufig findet man spezifische Aspekte von Protokollen, wie funktioniert diese Kommunikation im Prinzip. Natürlich die Produktdokumentation, welcher RF-Chip ist da drauf, welche Firmware, welche Software. Wenn ihr diese Dinge findet, das beschleunigt euren Reverse-Engineering-Prozess. Wenn nichts da ist, dann wollt ihr visuelle Signalinspektion machen, also euch das Signal angucken. Aber das ist schwierig, erfordert viel Erfahrung und ich würde nicht empfehlen, damit anzufangen. Da muss man auch die Frequenzbänder gucken für rechtliche Geschichten. Das Radioband ist relativ weit, aber für medizinische Geräte haben wir halt mit dem Mixband angefangen, weil das gerade für medizinische Zwecke reserviert ist. Und Interviews sind gut. Fragt Leute, die haben Erfahrungen mit diesem Tooling, fragt sie, was sind die Probleme. Häufig wissen sie nicht genau, wie es funktioniert, aber sie haben Erfahrung mit dem Troubleshooting. Also zum Beispiel, wenn wir viele WLANs haben, dann funktionieren unsere Geräte. Dann könnte ich sagen, wenn eine Inferenz vom WLAN ist, dann funktioniert etwas nicht. Wir haben auch noch einen anderen Dienst benutzt, einen Dienst, der einem Kontakte gibt zu ehemaligen Mitarbeitern bei dem Unternehmen. Und dann kann man diese Mitarbeiter fragen und manchmal geben sie einem gute Hinweise, wo man anfangen kann, wo man zu suchen. Ich werde darauf später noch einmal zurückkommen. Google Patentsuche, wie ich gesagt habe, das ist ein Beispiel von ZigBee. Das ist eine Beschreibung, wie das grundsätzliche Networking funktioniert. By the way, that's not the transceiver chip. Ich angucke, das ist jetzt nicht der Senderchip von dem Schrittmacher, aber das ist ein gutes Beispiel. Da wird beschrieben, welche Frequenzen und welche Modulationen werden unterstützt, welche Datenraten. Legal issues, so the radio spectrum rechtliche is highly regulated. Dinge, also das Radiospektrum ist hochgradig reguliert. Wenn ihr etwas sucht, das nicht in dem ISM-Band ist, guckt auf dieser einen solchen Tabelle. Möglicherweise gibt es da einen reservierten Bereich für die Anwendung. Gut, wir haben Geräte, haben einfache Tests gemacht, einfache Replay-Attacken, also wir haben eine Kommunikation aufgezeichnet und dann einfach wieder abgespielt und nochmal die gleichen Daten an das Gerät gefunden und wir haben fast sofort Schwachstellen gefunden. Das erste, was ist, war Crash-Attack. Wenn man, es ist nicht viel passiert, es ist einfach nur gecrashed. Wenn man die Kommunikation nochmal abspielt, dann ist der Schrittmacher einfach abgestürzt und man konnte ihn nicht mehr benutzen. Kein Sicherheitsmode, nichts. Die sind einfach nur
kaputt gegangen, sie war nicht mehr benutzbar. Das ist immer noch der schwerste, der Schlimmste, was ich habe, das ist keine schwierige Attacke, das ist etwas, das einfach zufällig passieren kann, fast. Und wir haben auch einen Weg gefunden, um die Batterie sehr, sehr schnell leer zu saugen. Das ist ein Problem, denn nur ein Schrittmacher hat beschränkte Energie. Man kann die Batterie nicht wieder aufladen. Und halt, wenn die Batterie leer ist, dann muss man eine Operation haben und man muss den Schrittmacher ersetzen. Und das ist nicht gut. Wir haben ein paar Videos, also das Unternehmen Comnetsec hat ein paar Videos online veröffentlicht, die sind die unten auf der Slide, da könnt ihr sehen, wie das lädt. Lustige ist, da gibt es einen Kommentar darüber. Und da gibt es einen Kommentar, dass aber die Videos nicht keine besonders hohe Aufnahmequalität haben und ich fand diesen Kommentar lustig. Replay Attacks, also einfach nochmal abspielen, ist die erste Schwachstelle, die wir gefunden haben. Aber dann sind wir tiefer gegraben und haben ein bisschen richtiges Reverse Engineering gemacht. Also wir haben uns die Paketstruktur angeguckt, wo Start ist, wo ist die Synchronisation, was für eine Checksumme benutzen. Was für Fehlerkorrektur, aber wir kämpfen immer noch mit den Dateninhalten. Im Radio Blink gibt es viele Dinge, wie man Dinge verschleiern kann. Man kann verteilen, man kann Frequenzen verteilen, man kann verschlüsseln und wir sind erstmal stecken geblieben. Reverse Engineering braucht häufig sehr viel Zeit. External researchers, und it's also a very expensive task. Da wir viele externe Forscher haben, ist es auch eine sehr teure Aufgabe. Wenn man 10 Leute anstellt, um auf Schrittmacher zu gucken, das sind, ja, wir sind nicht die Billigsten, das kostet einen Haufen Geld. Und auch wenn es schwache Kryptographie ist, ist man es nicht einfach, kann man es nicht einfach mit den Augen knacken, indem man einfach auf die Daten guckt. Also wir hatten eine Entscheidung zu machen. Suchen wir jemanden, der gut in Kryptoanalysis ist, oder gucken wir auf einen anderen Angriffsvektor? Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Es gibt natürlich noch viele Möglichkeiten, das anzugreifen. Es ist natürlich ein komplexes IoT-Ökosystem. Man muss nicht unbedingt das schwerste Ziel angreifen. Wenn alle dasselbe Protokoll sprechen, haben wir beschlossen, okay, der Herzschrittmacher in der kabellosen Kommunikation direkt, vielleicht zu schwer für uns, um es in kurzer Zeit zu erreichen. Lass uns doch einfach mal den Blick auf den Home-Monitor werfen. Warum der? Weil er auch kommuniziert, kabellos, mit dem Herzschrittmacher. Und es ist ein sehr billiges Gerät. Du kannst es einfach auf eBay kaufen für ein paar Dollar, $18. Ich habe heute mal einen mitgebracht, nur um zu zeigen, wie gut die gemacht sind. Wir haben gedacht, okay, vielleicht ist da Zeug drauf, was uns hilft, das Protokoll besser kennenzulernen. Wir haben es also auseinandergenommen und überprüft, welche Funkchips da drauf sind. Das hat uns ein bisschen weiter den Weg entlang gebracht. Ein großer Durchbruch war dann, dass wir hier ein paar Debug-Ports entdeckt haben. Die sind nicht geschützt. Das ist UART. Wir können sie einfach anstöpseln und wir sind auf dem System. Und der Bootloader ist nicht sehr gut geschützt. Du siehst vielleicht auf dem Screenshot, wenn man in der Lage ist, einfache Sachen zu machen, kommt man schnell auf Root-Zugriff. Das ist sehr einfach. Ich kann euch ein bisschen was zeigen. Das ist eine Demo. Hoffentlich funktioniert alles. Ich habe einen Buspiraten auf dem System verkabelt, der an meinem System und in der Homestation ist. Okay, ich bin jetzt also am Login nach dem üblichen Boot-Sequenz. Jetzt drücke ich den Reset-Button. Und wie ihr seht, es passiert Zeug. Ich muss nur eine Taste drücken, den Bootloader zu escapen. Auf dem Bildschirm sieht man einfach nur Binary Large Object.
We just have to wait for the reboot. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der Reboot durch ist. So ich drücke den Knopf. Jump directly into the bootloader. Und jetzt sind wir direkt im Bootloader. And you will see, there is written auto boot in progress. Und da steht auch auto boot in progress. Ein beliebiger Tastendruck reicht aus, es aufzuhalten. Also das ist einfach. Okay, help. Was sollen wir tun? Just type in help. You see what commands you have. Tippen einfach help ein und sehen die Commands, die da sind. Da gibt es einen, der heißt boot. Das klingt sehr vielversprechend. Boot, Linux, RAM, optionale Parameter. Klingt vielversprechend. Vielleicht können wir direkt in die Shell booten. Wir gucken uns mal Status an, um herauszufinden, wie wir das machen können. Deine Kommandozeilen-Argumente sieht man dann hier. Die habe ich jetzt einfach mal kopiert. Das ist eine schwere Aufgabe jetzt. Boot mit den kopierten. Und jetzt mache ich noch ein Argument dazu. Nämlich die Shell. Now we should boot up directly. Und jetzt sollten wir direkt in die Shell booten können. Wir haben keinen Login-Prompt mehr und jetzt haben wir auch Root-Zugriff auf dem System. Und da ist echt sehr interessantes Zeug zu finden. Typing is always the hardest part. Tippen ist immer das schwierigste Teil. Man sieht zum Beispiel bekannte Hosts und mit wem man so gerade so redet. Man sieht hier die Adressen von der Cloud. Was braucht man noch mehr? Man braucht ein Passwort, um sich dort anzumelden. Lass mich mal gucken. Oh, und hier sehen wir zum Beispiel ein FTP-Passwort. Das kann man hier angucken. Es ist nicht besonders gut. There is some room for improvement. Ich glaube, da gibt es Platz, das besser zu machen. For every monitor. Just some examples. Der Prozess ist ungefähr das gleiche für jeden Monitor. Also, das ist nicht besonders großes Hacken, aber es hat den Job erledigt. Wir hatten gehofft, Sachen aus der Firmware herauszufinden, um ein bisschen weiterzukommen, das Protokoll reverse zu engineeren. Was haben wir denn jetzt noch so? Wir haben Kontrolle über ein System. For communicating directly with the pacemaker. Das, so the da ist auch ein RF-Chip dabei, der direkt mit dem Herzschrittmacher kommuniziert. Wir haben gestern auch schon gehört, wenn man Software-Defined Radio macht, dann muss man zeitliche Beschränkungen beachten. There is some, yeah, in, it, like in, every protocol, in jedem Protokol gibt es Zeitslots und man muss in gewisser Zeit antworten. Und wenn man das mit Software-Defined Radio macht, das über USB angeschlossen ist, dann hast du das Problem, dass USB eine große Latenz hat und manchmal muss man die Antwort in der richtigen Zeit abgeben, damit der Empfänger sie akzeptiert. Deswegen haben wir das den Angriffsgerät gewechselt. Okay, was können wir noch angreifen? Den Programmer. Den haben wir auch gekauft auf eBay. Wir haben einen gebraucht, gerade kürzlich, aus einem deutschen Gebrauchtmedizingeräteverkäufer. Und da war sogar noch medizinisches Datum drauf, also da waren Daten drauf. Die gesamte Industrie muss, glaube ich, ein Stück besser werden, was an Privatsphäre und IT-Sicherheit angeht. Also wenn wir dieses System auseinandernehmen, dann ist da eine entfernbare Festplatte, keine Verschlüsselung, die leben wohl gerne gefährlich. Okay, das war das letzte Stück im Puzzle. Warum? Weil da Java-Files drauf waren, wir haben die einfach dekompiliert. Das gesamte Protokoll war da einfach für uns zum Implementieren da. Nicht nur das Protokoll, auch Codes, die sie benutzen für Backdoor-Zugriffen und noch nicht mal verschlüsselt. Das sage ich jetzt nicht, um sie irgendwie zu beschuldigen. Wenn man einen Herzschrittmacher macht, dann hat man auch noch andere Anforderungen. Wenn man zum Beispiel nach Australien geht und man hat einen Herzinfarkt, dann möchte man, dass die australischen Ärzte auch in der Lage sind, deinen Herzschrittmacher anzugucken und zu reagieren. Und deswegen gibt es einen Backdoor-Key. Okay. Um das zu ermöglichen. Also es hat einen sehr guten Grund. Okay, wir haben jetzt den Merlin at Home als Angriffsgerät benutzt. Wir waren in der Möglichkeit, das Gerät zu rekonfigurieren. Wir konnten es vibrieren lassen. Wir konnten Testshocks machen. Die Demo-Videos findet ihr auch hier auf Vimeo. Den Link seht ihr hier. Schaut es euch an.
Ich glaube, die sind besser als der davor. Es gibt einen Redner und ja, um zu vermitteln, was wir hier machen. Okay. Jetzt ein einfaches Spiel, den Hersteller beschuldigen und welchen Message Authentication Code werden benutzt? A, B, C, D oder E? Wer ist für A? B. Wer ist für B? C. C. Close race. Ah, spannendes Rennen. No. D. No E. No E. 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 Somebody. Jemand für E. Oh, ihr habt kein Vertrauen in den Hersteller. So es ist übrigens C. A little bit of authentication. Also sie machen ein bisschen Authentifizierung, aber irgendwie auch nur so ein bisschen. Was haben sie noch so gemacht? Haben die eigene Krypto gemacht? Oder den Universal Key? Okay, das wisst ihr schon. Benutzen sie vielleicht 32-Bit Public Keys? Oder alles aus Memory? Was haben sie gemacht? Na, alles davon. And because you would be able to guess because okay, ihr werdet natürlich in der Lage gewesen, das zu sehen, weil wenn ihr 32-Bit Keys haben und 24-Bit Verschlüsselung haben, dann haben sie es einfach im Speicher gekürzt. Das klingt wie das erste Projekt, was du in der Schule oder in der Uni machst. Wie macht man Kryptographie, wenn man sie verkehrt macht? Und das ist sehr, sehr traurig, weil wir haben irgendwie IP-Kameras in unseren Büros, um diese Sachen zu trainieren. Und die haben dieselben Sicherheitslevel wie diese Geräte. Und das ist, finde ich, sehr, sehr traurig. Okay, ein technischer Überblick. Wir waren in der Lage, innerhalb von 2 Monaten viele kritische Schwachstellen zu finden. Mit großem Einfluss. Unautorisierte Nutzer konnten einfach den Headshot-Macher deaktivieren oder vibrieren, dich schocken. Wir haben herausgefunden, dass es viele Sicherheitsalbträume gibt. Es gibt irgendwie nicht so den Eindruck, als ob Best Practices hier verfolgt wurden. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Aber man könnte denken, wie ist es denn mit Sicherheitszertifizierung, weil Zertifikaten, weil Medizin scheint eine sehr regulierte Sache zu sein, sehr reguliertes Gebiet, insbesondere Sicherheit. Gibt es da ISO 27 Zertifikation? Und die waren sogar stolz darauf, weil sie das erste medizinische Netz waren, das sich erfolgreich zertifiziert hat für solche Systeme. Und die haben das offen erzählt, dass sie sehr, sehr gut darin sind und das ist ein weltweit anerkannter Security-Sicherheitsstandard, aber es ist nichts dergleichen, es hat nichts mit Produktsicherheit zu tun. Es geht vielleicht darum, wie die einen E-Mail-Server laufen lassen, vielleicht, aber auf keinen Fall, wie die Herzschrittmacher laufen. Das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Diese Zertifizierung geht nicht um Produkte. Okay, but what was special, yeah? Because that's just a project with a lot of security. Ja, aber was war das Besondere daran? Das ist ein Projekt mit vielen Sicherheitslücken, das ist nichts Neues. Das Hacken, das man ist, das ist nichts Neues. Das Neue ist eigentlich die Veröffentlichung oder die Disclosure dieser Schwachstellen. Was war besonders? Die Leute, die mich eingestellt hatten, die dachten, wir tun es auf die traditionelle, Art. Wir veröffentlichen, wir gehen auf Konferenzen, aber sie machten es anders. Die haben ihre Lizenz an eine Investment Company, ein Unternehmen, lizenziert und die kauften Aktien von Konkurrenten von St. Jude. Das heißt, sie veröffentlichten Berichte mit nicht all den Details, aber mit den grundsätzlichen Erkenntnissen und wie diese Erkenntnisse den Börsenkurs von St. Jude Medical beeinflussen würde. Gab es einen Veröffentlichungsprozess, einen Vulnerability Disclosure Prozess? Nein, gab es nicht. Es gab keine Vorabinformationen an den Hersteller.
Der Hersteller, dem wurden einige Jahre vorher die gleichen Schwachstellen von einem anderen Forscher mitgeteilt, aber die wurden nie veröffentlicht, weil der Forscher vorher gestorben ist. Aber St. Jude hat sich gesagt, okay, nein, wir leugnen das ab, wir streiten das ab. Wir machen los ein. Let's just partner with Muddy Waters because they are good at making bad vendors pay for. Und sagt nicht, okay, wir machen einfach eine Partnerschaft mit Muddy Waters. Und wie gesagt, es hatte einen sehr großen Einfluss auf den Aktienkurs. In dem Moment, an dem dieser Bericht veröffentlicht wurde, ist der Aktienkurs von St. Jude um 12% gesunken. Das sind 2 Milliarden Dollar an einem Tag. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass dies so für eine Schwachstellenveröffentlichung gemacht wurde, um eine Schwachstelle so zu veröffentlichen. Ich glaube, es ist ein ziemlich großen. Und dann ging es richtig los. St. Jude fing an, diese Sachen abzustreiten und zu leugnen. Diese Forscher, die wollen bloß Geld von uns haben. Die Ergebnisse sind falsch, sie sind erfunden, das ist alles nicht wahr. Lass sie uns verklagen. Sie haben alle angeklagt, die damit beteiligt war, Muddy Waters, den CEO und die Ärzte, die daran beteiligt waren. Der Report wurde im August veröffentlicht und im Oktober hatten wir eine unabhängige dritte Partei, nochmal zu überprüfen lassen, was wir gemacht haben, ein Expertenteam von Bischof Fox, eine US-basierte Sicherheitsservice-Unternehmen, und sie haben jede einzelne unserer Behauptungen verifiziert. Und wir waren, okay, wir waren klar, wir haben das nicht erfunden, jemand muss irgendwelche Aktionen ergreifen. Ein paar Monate später hat es ICS Cert eine Schwachstellennotiz veröffentlicht, und die FDA hat eine entsprechende Mitteilung veröffentlicht und St. Jude hat gesagt, wir sind stolz über unsere Sicherheit und wir führen den auf dem Weg, aber der Update war nur für die Kommunikation zwischen dem Merlin und der Cloud. Und das war nur das war vorher ungesichert, da haben sie jetzt Zertifikate benutzt, aber die drahtlose Kommunikation mit dem Schrittmacher selbst war immer noch nicht korrigiert. Und noch eine lustige Sache, because im Deutschen gibt es ein schönes Wort für tödliche Schocks, das heißt Abgabe unangemessener Stimulationsimpulse. Das war ganz interessant. Jedes geht immer um die Formulierung. Ein bisschen später hat die FDA auch die Informationen geprüft und haben ein offizielles Statement herausgegeben und gesagt, ja, das ist wahr, was sie behaupten, ist möglich. St. Jude, ihr müsst ein weiteres Update machen. Und sie haben das getan. Ungefähr ein Jahr später, da kam dann das endgültige Update raus, dass auch die unsichere Kommunikation gefixt sollte. Ich habe das nie selbst getestet, aber es waren viele kluge Leute beteiligt und ich denke, es mag funktionieren. Ja, und wir sind wieder am Anfang und es endete mit einer Rückrufaktion für mehrere hunderttausend Herzschrittmacher. Ich glaube, ja, das ist eine interessante Art, Schwachstellen zu veröffentlichen. Wir haben den Weg, schieben es einfach raus und lassen den Hersteller zahlen. Aber das Lustige ist, fast zur gleichen Zeit wie andere Forscher aus den USA, Billy Ross und Jonathan Buss, die auch medizinische Geräte untersuchen, und die haben Schrittmacher von einem anderen Hersteller, Medtronic, untersucht, und sie haben auch einen Haufen Bugs und Schwachstellen gefunden, insbesondere in dem Ökosystem. Sie waren in der
konnten eigene Firmware auf dem Pacemaker, auf dem Schrittmacher veröffentlichen, indem sie das Software-Verteilsystem von Medtronic benutzt haben. Sie haben es dem Hersteller gesagt und haben versucht, mit dem Hersteller zu arbeiten, um ihn dazu zu bringen, das zu reparieren. Und da haben wir eine neue Antwort von dem Hersteller. Sie sagten auch, okay, ja, sie haben das auch gesehen, sie haben einen internen Sicherheitsreview-Prozess und sie haben gesagt, nein, das ist kein neues Sicherheitsrisiko. Es ist kein Problem, wenn man Firmware auf einem großen Umfang auf den Herzschrittmachern veröffentlichen kann, das ist kein Sicherheitsproblem. In this position, when you're a security researcher, talk das ist häufig, wenn man als Sicherheitsforscher mit den Herstellern reden. Sie sind nicht daran gewöhnt, mit Sicherheitsforschern zu reden und sie versuchen, die Ergebnisse herunterzuspielen. Sie reden nicht mit dir. Sie erfinden einen Haufen Geschichten, nur um ihre Schwachstellen nicht fixen zu müssen. Und einer dieser Leute, ich glaube Jonathan Butts, sagte, in der Zeit, die sie nur mit Medtronic über die Bugs geredet haben, hätten sie die einfach fixen können. Es ist einfach nur eine Frage, sie wollen einfach nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Denn das würde die Regulation betreffen, möglicherweise das Gehalt für den Vorstandsvorsitzenden. Und es ist sehr frustrierend für sie, weil die Schwachstellen auch 2 Jahre später noch in den Geräten waren und es gab keinen Patch. Also sie waren in dieser Situation, fast 2 Jahre später, redeten immer noch mit dem Hersteller. Und es ist die Frage, was ist der bessere Weg? Das war der traditionelle Weg. Ja, der ethischere Weg in der allgemeinen Wahrnehmung. Wenn man den ersten Weg geht, dann hatte man ein Jahr später tatsächlich ein Update. Das ist nicht der traditionelle ethische Weg, aber es ist ein sehr effektiver Weg, es zu gehen. Was ist der bessere Weg? Ich weiß es nicht. Als ich zuerst in dem Projekt war ich ziemlich angefressen, weil ich nicht diesen Weg der Schwachstellenveröffentlichung erwartet hätte. Und dann fingen die Gerichtsprozesse an und es war nicht die beste Zeit. Aber jetzt glaube ich, ich bin offener gegenüber dem Weg, den Sie genommen haben. Vielleicht war es doch ein guter Ansatz. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin offen, darüber hinterher zu diskutieren. Gebt mir eure Gedanken, was ihr dazu meint. Ja, lasst es uns zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte. Erster Punkt, in medizinischen Geräte, wenn es nicht, ist jetzt schlecht auf Deutsch zu übersetzen, wenn es nicht secure ist, sicher, dann ist es auch nicht safe, also wenn es nicht, ja, also betriebssicher, safe. Das, und auch, wenn es ein Zertifikat ist, heißt es nicht, dass es sicher ist gegen Angriffe. Und es gibt man muss jetzt einfach, wenn man ein neues Produkt baut, muss man von Anfang an Sicherheitskonzept haben. Und wir arbeiten mit vielen Herstellern, aber ich glaube, es ist noch viel, was sie machen müssen. Ein Problem ist halt, es gibt viele neue Angriffsvektoren. Wir haben ein System, den Schrittmacher, wir haben die Cloud, es gibt irgendwelche Apps vielleicht in der Zukunft. Es gibt alles immer komplexer, auch für medizinische Geräte. Man muss jeden möglichen Angriffsvektor abdecken, auch in billigen Endbenutzergeräten. Ja, und dies war auch ein neuer Weg, Schwachstellen zu monetarisieren, mit einem großen Effekt, insbesondere in den amerikanischen Medien. Und es begann eine große Diskussion über Ethik in der Schwachstellenveröffentlichung. Ja, mal wieder. Alle paar Jahre gibt es mal wieder diese Diskussion, wie man Schwachstellen richtig veröffentlicht. Und ich denke, es gibt nicht den einen Weg, sondern es hängt davon ab. Ja, Antwort von einem Berater. Warum dieses Bild? Das ist mein Lieblingsbild über Sicherheit. Das ist
Dieses Bild symbolisiert meine Erfahrung in diesem Projekt. Man guckt als erstes dran, man guckt von vorne dran, okay, ja, das ist gut, sicher, das ist. Es könnte einen Weg geben, oben rüber zu klettern und irgendwas zu machen, aber es ist schwierig, darüber zu kommen. Vielleicht haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Aber wenn man die Perspektive wechselt und einen anderen Winkel guckt, ein bisschen zur Seite geht, um in diesem Bild zu bleiben, dann ist es viel einfacher. So, also man muss wirklich jeden Blickwinkel des Produkts abdecken. Man darf nicht in das Kaninchenhole reinfallen, sondern man muss einen Schritt zurückgehen, einen neuen Blick darauf zu werden, einen neuen Blick auf das Problem werfen. Und vielleicht gibt es einen einfacheren Weg, irgendwo reinzukommen, als der Weg, den man zuerst versucht hat. Nur wenn man 20 Tage Forschung auf dieses eine Protokoll verwendet hat, kann trotzdem noch sein, dass es ein zweites Protokoll, das irgendwo eingebaut ist und über das man viel einfacher reinkommt. Das ist meine Geschichte, die wollte ich mit euch teilen. Ja, wenn ihr ein paar Fragen habt, bitte fragt sie jetzt und ansonsten bin ich auch hinterher und die nächsten Tage hier, um darüber zu reden. Vielen Dank. Thank you so much, Tobias. Vielen lieben Dank, Tobias. Wir haben Mikroengel zum Beispiel hier, dort, wo er winkt, und dort, auch, wo die Herren haben. Und es gibt Fragen aus dem Internet, vielleicht. Okay, für den Moment nicht. Internet, los geht's, stellt Fragen. Okay, da drüben geht's los. Okay, ich frage mich, wie rechtliche Situation. Wurdest du verklagt, weil du gelogen hättest? Oder wurde auch ein Aspekt daran, dass du den Börsenmarkt manipuliert hast? Das ist. Ja, genau, das ist die Beschuldigung, dass wir den Markt manipuliert hätten. Ich bin kein Experte da in der Börse, insbesondere nicht in Amerika, aber kurz gesagt, es gab keine Inside-Information, also nein. Schau in die Bücher einer Firma und evaluiere, ob diese Firma irgendwie keine Perspektive auf den Markt hat, dann wetten wir dagegen. Das ist ja nicht, was passiert ist. Okay, nächste Frage. Ihr habt nicht die Rolle des FDA diskutiert und in meiner Erfahrung haben wir viele veraltete Daten gehabt und sie haben Zertifikate genutzt, auch als sie Sachen hätten besser machen können. Die hatten Systeme, die auf dem Markt erlaubt waren und es ist ein großes Investment, solche Systeme nochmal neu zu zertifizieren und ich glaube, das ist der Grund, warum sie eine Abkürzung genommen haben. Wenn diese Systeme sich nicht ändern, dann wird es unvermeidbar bleiben, dass die Leute auf dem Markt so agieren. Also es geht darum, der Einfluss der Zertifizierungsprozesse. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich denke, da bewegt sich allerdings was. Die haben akzeptiert, dass es ein Problem ist und die werden einen anderen Prozess entwickeln müssen, wie man Updates, Sicherheitsupdates ausspielen kann. Da muss man irgendwie unterscheiden zwischen sicherheitsrelevanten Systemen und anderen Systemen. Aber immerhin passiert da was. Für jetzt, glaube ich, ist es immer noch so wie dem alten System, aber immerhin denken sie darüber nach und ich weiß von manchen Sicherheitsexperten, dass sie mit denen sprechen, dass sie den Input geben, wie man da bessere Lösungen produzieren kann. Great story. I don't know if my question. Interessante Geschichte. Ich frage mich, ob die Frage zu leicht oder zu schwer ist, die ich stellen werde. Aber ich habe mich gefragt, wenn der Zero Day Exploit veröffentlicht wurde, öffentlich, ob jemand eine Woche später den benutzt hätte, um echten Schaden zu machen. Wie wäre das möglich, dass die Firma
dann euch sozusagen versucht hat zu verklagen? Gute Frage. Ich glaube, das ist eine einfache, das zu antworten. Wir haben keinen Proof of Concept Code veröffentlicht. Wir haben nur gesagt, da ist eine Verwundbarkeit. Du kannst dir dieses Video angucken, das beweist es. Wir haben aber nicht den echten Code rausgehauen. Um darauf weiter einzugehen, das Potenzial, das Schlimmste, was du produzieren kannst, ist, dass irgendjemand stirbt. Aber es gibt auch andere Wege, Leute sterben zu lassen. Und du musst da nicht irgendwie deinen Herzschrittmacher hacken, du kannst ihn einfach umschießen. Oder wenn du jetzt keine politisch exponierte Person bist, dann ist das nicht dein Hauptproblem, wenn du von jemandem umgebracht werden möchtest, dass es ein Hacker ist. Man hat andere Probleme. Aber besonders Leute, die irgendwie im Rampenlicht stehen, das könnte dann gefährlich sein. Gibt es inzwischen Fragen aus dem Internet? Ah, Internet, los, was ist da los? Eine Frage hier aus dem Raum. Du hast gesagt, dass sie 32-Bit auf 24-Bit runtergeschnitten haben, weil die Hardware so schwach ist. Wie glaubst du, waren sie denn in der Lage, das mit dieser Hardware zu fixen? Das ist, warum ich immer gesagt habe, ich habe das nicht nochmal getestet. Ich habe ein bisschen von dem Code angeguckt und ich bin auch neugierig. Aber ich glaube, es gibt immer noch einen Weg rein. Wahrscheinlich der Backup-Access. Vielleicht haben sie einfach den Code ausgetauscht und ein bisschen besser geschützt. Aber wenn du dieselbe Hardware hast, hast du dieselbe Hardware. Da kann man nicht plötzlich andere Schlüssellängen benutzen. Das ist, denke ich, nicht möglich. Vielleicht haben sie kompensierende Methoden sich überlegt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nochmal angeschaut. Da gibt es noch einen Kunden bei diesem Micro Angel. Ihr habt darüber geredet, wie das US-System euch versucht hat zu legalisieren. Ich habe mich gefragt, ob du in Europa oder in Deutschland arbeitest, da hättest du Probleme mit dem Urheberrecht, wenn man solche Sachen reverse engineert. Da war ein super Vortrag auf dem letzten Kongress, die in München solche Sachen gemacht haben und dann wurden sie verklagt, basierend auf Copyright. So, hab das auf dem Schirm. Okay, da gibt es jemand, der sagt, dieses Gesetz hat sich dieses Jahr geändert. Was ich fragen wollte ist, habt ihr die CPU angeguckt? Welche Hardware da drin? Ist es irgendwie Solo Power? Die haben eigene Chips. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich jetzt nicht den Prozessor ganz konkret erinnern, aber wenn du das möchtest, kann ich das nachgucken. Die hatten eine eigene Lösung für diese Sachen. Ist es möglich, dass der einsame Mikro-Angel jemand gefragt hat? Ja, eine Frage. Wie viel Geld habt ihr damit gemacht, oder die Firma? Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass ich nicht für all meine Arbeit bezahlt wurde. Nachdem sie nämlich verklagt wurden, haben sie alle Accounts geschlossen und sie haben sie auf lange Zeit laufen lassen. Und die Firma ist in karibischen Inseln gegründet worden und sie haben mir beim Bier erzählt, sie haben einen Anwalt auf diesen Insel, deswegen können sie von einem Anwalt einer anderen Insel nicht verklagt werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sie gemacht haben. Ich glaube, ihr Plan geht nicht so auf, wie sie das wollten, weil der Börsenpreis sich wieder eingepegelt hat. Es war quasi nur ein Aufschrei der Aufmerksamkeit, so viel Geld zu verlieren in so kurzer Zeit. Ich glaube, das war nicht die beste Zeit, um solchen Market Drop zu erleben. Okay, es bleibt Zeit für eine letzte Frage. Kommt diese vielleicht jetzt aus dem Internet? Okay. Jemand anderes? Nein. Dann lass uns einen sehr, sehr großen, lauten, warmen, herzlichen Applaus an Tobias schenken. Vielen lieben Dank für deinen Vortrag.
Okay, und damit aus der